Das literarische Quartett kommt heute, wie üblich, aus Mainz. Aber es ist kein so übliches, alltägliches Quartett. Ein besonderes ist es, denn heute sind es 5 Jahre, seit wir mit dieser Sendung angefangen haben. 5 Jahre literarisches Quartett. Da hat sich allerlei abgespielt. Und vielleicht ist es nicht übertrieben, wenn wir heute ein Wort von Goethe zitieren. Das Wort, mit dem die Helena im Faust auf die Bühne kommt, im 3. Akt des 2. Teils. Bewundert viel und viel gescholten, Helena, vom Strande komme ich. Nein, vom Strande nicht, kommen wir nicht, aber bewundert viel, gelobt viel und noch viel mehr gescholten und beschimpft. Wir freuen uns, dass wir beachtet werden und ein wenig zur Literatur auf unsere Weise beitragen. Tja, und dieses Fest, 5 Jahre literarisches Quartett, muss ja irgendwie gefeiert werden. Wir werden es gleich feiern, indem wir, wie üblich, über Bücher sprechen werden. Und zwar so, wie wir immer sprechen. Das heißt, liebevoll und etwas gemein, gütig und vielleicht ein bisschen bösartig, aber auf jeden Fall sehr klar und sehr deutlich. Denn, und dies kann man allen deutschen Kritikern ins Stammbuch schreiben, die Deutlichkeit ist die Höflichkeit der Kritik, der Kritiker. Es nehmen am literarischen Quartett heute teil, wie immer, Helmut Karasek, Der Spiegel, Hamburg. Sigrid Löffler, Profil, Wien. Und Marcel Reich-Ranitzky von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Unser Gast heute, Helmut Koopmann, Professor für neuere deutsche Literaturwissenschaft an der Universität Augsburg. Helmut Koopmann hat Bücher über die Aufklärung und das junge Deutschland veröffentlicht, über Schiller, über Heine, über Thomas und Heinrich Mann. Und er hat eine ganze Anzahl von Kritiken über zeitgenössische deutsche Literatur publiziert. Wir werden heute im Quartett vor allem ausländische Bücher besprechen. 3 angelsächsische Bücher von Susan Sontag, Philipp Ross und Jeanette Winterson. Wir werden zum Schluss ein deutsches Buch von Wolfgang Hilbig, Grünes, grünes Gras, erörtern. Und wir beginnen mit einem Buch von Gabriel García Márquez mit seinen Geschichten aus der Fremde. Herr Koopmann, was steht da drin in dem Buch? Márquez vorzustellen ist sicherlich nicht nötig, seit er den Nobelpreis bekam und seine Romane ins Deutsche übersetzt worden sind. Es sind 12 Geschichten, sie haben den Titel Aus der Fremde. Und diesen Titel muss man etwas erläutern. Es ist die Fremde aus der Sicht eines Südamerikaners, der nach Europa kommt. Und vielleicht sollte man noch etwas sagen zur Entstehung dieses Buches. Es ist nicht eine beliebige Sammlung von Novellen oder Erzählungen, sondern es ist ein Buch, das zusammengeronnen ist aus einem sehr großen Plan. Ursprünglich hatte Márquez 64 Titel sich notiert. Er hat sie mit sich herumgetragen, das Heft ging verloren. Er hat versucht, die Zahl der Geschichten noch einmal sich ins Bewusstsein zu rufen. Es blieben 30 Geschichten übrig. Von diesen 30 Geschichten hat er 18 Geschichten geschrieben und 6 davon verworfen. Er handelte nach seiner eigenen Maxime, einen guten Schriftsteller erkennt man besser an dem, was er vernichtet, als an dem, was übrig bleibt. Übrig geblieben sind also 12 Geschichten, die er geschrieben hat. Die Geschichten sind zum Teil früher schon entstanden und sind in südamerikanischen Zeitschriften veröffentlicht worden. Er wollte aber jetzt nicht eine bunte Blumenlese veröffentlichen, sondern eine Folge von Geschichten, die etwas miteinander zu tun hatten. Das ist ihm auch gelungen und die Geschichten handeln also aus der Fremde. Ich muss noch etwas erwähnen, was zum Verständnis der Geschichten vielleicht doch notwendig ist. Als Márquez die Geschichten geschrieben hatte, war er beunruhigt und hat sich auf eine Reise nach Europa begeben. Denn diese Geschichten spielten alle in Europa, aber sie waren konzipiert vor langer Zeit. Er wollte nachsehen, ob es noch so war, wie das, was er in Erinnerung hatte. Und dann passierte das, was immer zu passieren pflegt. Die Wirklichkeit sah anders aus als das, was er von früher her in seiner Erinnerung bewahrt hatte.
Und es passiert etwas sehr Merkwürdiges. Die Wirklichkeit war abgeflacht, war grau geworden. Er musste feststellen, dass seine Fantasien, die er mitgebracht hatte, eigentlich viel mächtiger waren als das, was er in Europa sah. Und dann hat er die Geschichten noch einmal umgeschrieben. 12 Geschichten aus der Fremde. Ein Kolumbianer erlebt Europa und er erlebt Europa auf kolumbianische Art. Das heißt, er erlebt nicht ein Europa, das durchrationalisiert ist, sondern er erlebt ein Europa, in dem es sehr merkwürdig zugeht. Die Geschichten behandeln alles Mögliche. Es sind Kurzgeschichten, es sind anekdotenhafte Geschichten. Sie haben eines gemeinsam. An einem bestimmten Punkt geht der Erzähler oder geht die Erzählung von der Wirklichkeit über ins Fantastische. Eine Geschichte handelt von Kindern, die eines Tages ein Boot geschenkt bekommen und in diesem Boot, da sie in einer kleinen Wohnung leben, auch fahren möchten. In Madrid. In Madrid. Und sie tun etwas, was man tun kann. Sie drehen das Licht an. Sie zerstören die Lampe und dann fließt ein Strom, aber nun ein wirklicher Strom, aus dieser Glühbirne heraus und füllt das Zimmer mit Wasser. Dort vergnügen sie sich, die Eltern sind nicht da. Von dieser Art Geschichte, von dieser Art Unwahrscheinlichkeit ist eine ganze Reihe von Geschichten. Eine andere Geschichte etwa handelt von einer Frau, die einen Motorschaden an einem Auto hat und sie versucht, mithilfe des Autostops weiterzukommen. Es gelingt ihr auch, ein Autobus hält. Dieser Autobus nimmt sie mit. Als sie dann schließlich ankommt am Ziel, wird sie herausgeführt. Sie landet in einer Irrenanstalt. Das kann passieren, vielleicht nicht in Europa, aber es kann passieren. Was unwahrscheinlich ist, ist, dass sie in dieser Irrenanstalt bleibt. Sie wird für irre gehalten und bleibt dort den Rest ihres Lebens. Also Geschichten, die unmerklich aus der Wirklichkeit übergehen in einen fantastischen Bereich. Vielleicht macht das die Geschichten so interessant. Marquez gehört zu den Leuten, die sich immer lustig gemacht haben über Interpreten, die irgendetwas hinter einer Wirklichkeit sehen. Er hat gesagt, die Wirklichkeit ist wirklich genug, wir wollen sie nicht hinterfragen. Die Wirklichkeit aus der Sicht eines Kolumbianers ist eine Wirklichkeit, in der das Fantastische eigentlich wichtiger ist oder wirklicher ist als die Realität. Und das zu beschreiben, dazu sind seine Geschichten wohl lesenswert. Vielleicht darf ich noch hinzufügen, dass diese Geschichten auch ein Nachdenken wohl nötig machen über die Grenzen unserer Welt, also unserer hochdurchrationalisierten und technisierten Welt. Es gibt doch vielleicht noch etwas, was jenseits dieser Welt liegt. Und das jenseits dieser Welt liegende, das kommt in diesen Geschichten zum Vorschein. Ich habe eine boshafte Frage. Wenn ein Schriftsteller sagt, man erkennt seine Qualität an den Geschichten, die er wegwirft, wie kann man dann seine Qualität überhaupt erkennen? Es bleiben ja die Geschichten übrig, die er nicht wegwirft. Er will damit wohl nur sagen... Ich wollte damit sagen, Sie haben zwei Geschichten erwähnt. Die eine Geschichte mit dem Strom in Madrid, wo Kinder sich ein Boot wünschen für gute Schulzensuren. Und sie bekommen das Boot. Und der Vater hat gesagt, wenn man das Licht einstellt, hat man die Wohnung, dann fließt der Strom. Dies scheint mir eine Geschichte zu sein, Halten zu Gnaden, die mit einer relativ billigen Metapher arbeitet und mit dieser billigen Metapher auch auskommt. Die andere Geschichte, die Sie erwähnt haben, eine Frau hat eine Autopanne und landet ausweglos in einem Irrenhaus. Endlich nach vielen Telefonatversuchen gelingt es ihr, ihren Freund zu bewegen, ins Irrenhaus zu kommen, ihren Partner. Und der hält sie auch für verrückt und gibt sie auf, weil sie vorher schon ein paar Mal abgehauen ist. Zwischen diesen beiden Polen, eine Geschichte, die wirklich auf einem einzigen Satz beruht, nämlich dass Strom gleich Strom ist und die etwas banal ist, weil Eltern sagen, ach Gott, wir haben denen nur für gute Zensuren was versprochen, und einer Geschichte, die wirklich eine bedrängende Wirklichkeit mit einer Ausweglosigkeit sondergleichen zeigt, zwischen diesen beiden Polen pendeln die Geschichten. Und insofern war meine Frage wirklich ernst gemeint. Das heißt, eine Frage, Herr Karasek. Wollten Sie damit sagen, dass die Geschichten von Marquez wie die Stücke von Shakespeare von unterschiedlicher Qualität sind? Von manche sehr besser nein, und von schlecht. Naja, gut. Ja. Wenn ich aber sage, ich habe hier die 12 besten Geschichten ausgesucht, ich habe etwa 60 gehabt und 12 behalten, und ich könnte mit ohne Mühe,
bei aller Achtung vor Marquez zwei Geschichten nennen. Eins halte ich für ein ziemlich flaches Feuilleton. Das ist diese Flugreise nach New York, ja, neben einer mit schlafenden... Ja. Aha, das halten Sie für flach. Ja. Wir werden gleich darüber reden. Aber vielleicht ist es sogar Kitsch. Kitsch. Wir sind noch nicht darauf zu sprechen gekommen, was das eigentliche Thema dieser Geschichten ist. Die Fremde. Die meisten Geschichten handeln in Wahrheit vom Tod. Die meisten Geschichten und ich glaube, die besten Geschichten handeln vom Tod. Es sind Menschen, die Lateinamerikaner, die nach Europa kommen, sehr oft, um hier den Tod zu treffen, manchmal sogar auf der Suche danach. Und in einer der besten Geschichten, das ist die Geschichte dieser alten Hure in Barcelona, mhm, ist es eine Frau, die sich sehr umsichtig auf den Tod vorbereitet. Zu ihrer Überraschung kommt nicht der Tod, der an der Türe steht, sondern es ist ein junger Liebhaber. Und der ist der Tod wahrscheinlich. Das wird aber offen gelassen. Ja. Das finde ich, ist eine sehr raffinierte Geschichte. Und eine zweite sehr schöne Geschichte, es gibt zwei Dornröschen-Geschichten drin. Die eine, die Flugreise nach New York, aber die andere, die viel schönere, ist die Schlussgeschichte von einer missglückten Hochzeitsreise. Mit dem blutigen Zwei Kolumbianer machen Hochzeitsreise in Europa und die Braut sticht sich an ihrem Hochzeitsbouquet, am Dorn einer Rose und verblutet daran. Und es ist wiederum eigentlich die gleiche Geschichte wie die Frau, die aus dem Irrenhaus nicht mehr rauskommt. Hier ist es eine Frau, die in eine Klinik eingeliefert wird und der junge Bräutigam kommt nicht mehr zu ihr. Deshalb sage ich, die Fremde ist mindestens so wichtig wie der Tod. Der Mann kommt nicht zu ihr, weil er seine Bedeutung, die er in Südamerika hat, er kommt wie sie aus einer der feinsten Familien, in Paris einfach nicht vermitteln kann. Und deshalb eine Woche lang, wie bei einem kafkaschen Türsteher, von dem Hospital immer abgewiesen wird. Sie ist längst beerdigt, die Familie hat ihn gesucht. Das ist eine ganz wunderschöne Geschichte. Ich möchte aber trotzdem darauf beharren, auf meiner Eingangsfrage. Es gibt Geschichten, ich darf auch eine Lieblingsgeschichte nennen. Das ist ein Besuch in der Toskana des Ehepaars Marquez, das in ein verwunschenes toskanisches Schloss kommt. Und das hat eine einzige Überraschung. Sie schlafen im Erdgeschoss ein und wachen im Zimmer, wo der Mord geschehen ist, vor Jahrhunderten auf. Mhm. Das hat eine so wunderbare surrealistische Pointe. Gegen diese Geschichten, die Dornröschen-Geschichte, die Sie erwähnt haben, die Geschichte aus dem Irrenhaus, die Sie erwähnt haben, möchte ich doch einen großen Erzähler wie Marquez gegen sich selber in Schutz nehmen mit einer Geschichte, dass jemand lange auf dem Flughafen sitzt, da die schönste Frau der Welt sieht und die legt sich im Flugzeug, ist sie auch zufällig seine Nachbarin, legt sich eine Augenklappe über, schläft neben ihm ein und spricht nicht mit ihm. Sag ich, sehr traurig, ein wunderschönes Feuilleton, ja, hat aber mit der Qualität der übrigen Geschichten nichts gemein. Also, ja, das ist interessant. Wie Sie das jetzt gedeutet haben, diese Feuilletons, ja, ich würde das etwas anders erzählen. Da trifft ein Mann, sieht von Weitem eine junge, wunderbare Frau, die ihn interessiert und die verschwindet. Er sieht sie gar nicht mehr später. Nachher im Flugzeug, welch eine Überraschung. Sie sitzt oder liegt am Stuhl neben ihm, kümmert sich um ihn gar nicht. Und die fliegen jetzt los. Die Frau schläft, der interessiert sie nicht, der Mensch. Und der Mensch stellt sich eine Liebesgeschichte mit ihr vor. Und dieses Ganze beginnt damit, dass eine ekelhafte alte Frau mit 12 Koffern sich schon am Flughafen unangenehm bemerkbar macht und im Flugzeug auch. Und das Ganze hat nichts miteinander zu tun. Oh doch, er liegt die ganze Nacht, stellt er sich alles nur vor, es passiert nichts, er berührt sie nicht. Früh morgens guckt sie nicht mal an, geht raus und weg. Und wieder ist die alte Frau da mit ihren 12 Koffern, die so viel Lärm macht. Ich finde es eine herrliche Geschichte, eine Parabel von der Liebe und von der Vergänglichkeit des Lebens. Denn dieses wunderbare junge Mädchen, die wird so eine schauderhafte alte Frau werden, wie die mit den 12 Koffern. Das ist das Motiv. Aber hier wurde gesagt. Sie haben ja die Geschichte noch schlimmer interpretiert, als ich sie gelesen habe. Jetzt wird sie ja noch furchtbar. Nein, das ist eine herrliche Geschichte. Aber passen Sie mal auf. Hier wurde gesagt, das Thema dieser Geschichten ist der Tod. Sehr richtig, finde ich richtig. Das Thema ist die Fremde, Exil.
finde ich richtig. Das Thema ist die Vergänglichkeit, das Thema ist die Liebe. Ei, ei, man kann jede Geschichte lesen, wie man will. Das kann man nur mit sehr guter Literatur machen. In diesem Band ist eine Sache schlecht und überflüssig. Das Vorwort von dem Marquez, García Márquez. Der Bildekünstler, rede nicht. Was er da erzählt, ist nur für Literarhistoriker von Bedeutung. Wie er das zuerst geschrieben hat, dann überarbeitet hat, dann ist es verloren gegangen. Das interessiert mich alles. Nein, nicht. Herr Reich-Ranitzky, ich glaube, das ist in da Wahrheit die 13. Geschichte. Ja, genau. Aber ja, ja. Ja. Ah, das ist nein. Das eine glänzende Geschichte im Unterschied zum Reisefeuilleton. Ja. Also mit anderen Worten, jeder findet das in dem Buch, was ihm behagt. Nein, ich denke, einem großen Autor ist man, und dass Márquez in jeder Zeit ein großer Autor ist, das geht an so wunderbaren Geschichten. Die erste Geschichte handelt von einem Präsidenten im Exil, und da ist eine Frau, die kennt sich aus in Astrologie. Das bildet sie sich ein. Sie kann so zwei Fische am Tisch, das bringt Unglück. Dann geht sie zu einem Juwelier und verkauft Schmuck. Und dann sagt sie zu dem Juwelier, typisch Jungfrau, wie sie sich benehmen. Und dann macht er allen Schmuck ab und dann sagt er am Schluss, übrigens bin ich Steinbock. Und so diese Pointen, wie Márquez die setzt, das erweist ihn in jeder Zeile als ganz großen Erzähler. Nur, man muss ihm nicht auf den Leim gehen. Das Vorwort ist eine Geschichte, ist auch wieder eine Erzählung eines Autors über die Fremde und wie man sich die Fremde wieder zusammensucht. Herr Karasek, eine Frage. In jeder Zeile ist er ein großer Erzähler, nur man muss ihm nicht auf den Leim gehen. Ich will Erzählern, die groß sind, auf den Leim gehen. Ich denke nicht daran, Widerstand zu leisten. Das sind fabelhafte Geschichten. Wenn Sie ihn aber so auf den Leim gehen, dass Sie nachher sagen, das ist überflüssig, ja, dann sind Sie ihm falsch auf den Leim gegangen. Zu viel über die, ob das nur stimmt oder erfunden ist, über die Entstehung dieser Geschichten. Ja, aber die dürfen Sie doch nicht literarhistorisch nehmen. Das ist also sicher eine Irreführung. Das ist eine ganz doppelbödige Geschichte, die eigentlich auch von etwas anderem handelt, nämlich vom Tod. Er erzählt, dass er seinen eigenen Tod geträumt hätte. Und seine Freunde und er gehen auf den Friedhof. Und dann will er mit den Freunden weggehen nach dem Begräbnis. Und siehe da, er kann aus dem Friedhof nicht weggehen, weil er selbst der Tote ist. Davon handelt dieses Vorwort. Und doch nicht von der Literaturgeschichte. Die eine Geschichte, die mir nicht gefallen hat, die hat Ihnen auch gefallen. Letztlich sind alle Geschichten in diesem Band fabelhaft. Und ich finde, das heißt, Sie setzen Geschichten, die Ihnen gefallen, sind von vornherein fabelhaft. Und dann kommen noch Geschichten hinzu, die anderen auch gefallen. Im gewissen Sinne, ja, so ist es. Klar, Herr Karasek. Nein, Herr Karasek. Dies ist ein Buch, das für mich außerordentlich interessant ist. Jede Geschichte ist interessant, von der ersten bis zur letzten Zeile. Nur eine Sache ist dabei wichtig. Ist euch aufgefallen, so ganz unter uns, dieser Márquez, García Márquez, der mir so sehr gefällt, nicht nur in den früheren Büchern, auch in diesen Geschichten, erzählt im Grunde traditionell. Ganz traditionell. Auch die meisten seiner Romane, Liebe in der Zeit der Cholera und 100 Jahre Einsamkeit, sind traditionell erzählt. Nun wird in unserer Kritik immer den Autoren vorgeworfen, wenn sie was traditionell erzählen. Ihm nicht. Warum? Wegen Genialität? Nein, aus einem anderen Grund. Die linken Kritiker in Deutschland, die oft so gerne gegen das Traditionelle anschreiben, erlauben den Südamerikanern alles. Da er ein Südamerikaner ist, darf er so erzählen, wie Theodor Storm erzählt. Er erzählt natürlich nicht wie Theodor Storm, weil er die Realität immer als gebrochen und magisch darstellt. Ja. Es ist immer ein doppelter Boden da und immer die Magie und die Unheimlichkeit hinter der Realität ist immer da. Hier möchte jemand. Ja, gleich, liebste Frau Löffler. Ich will nicht das Gespräch auf den Storm bringen, aber Magie ist im Schimmelreiter auch in großen Mengen. Ja, bitte. Sie ist hingegen nicht bei Márquez.
Ich muss Ihnen widersprechen und muss auch Ihnen widersprechen. Erstens ist der Einleitungsessay eine glänzende Geschichte, die davon handelt, wie er, Marquez, in der Fremde ist. Das ist sein Erlebnis in der Fremde. Ja. Und diese Fremde ist eine Fremde, die er nicht sieht wie irgendein Besucher, sondern diese Fremde wird ihm zur Fremde, während er die Geschichten schreibt und über sie nachdenkt. Also es ist eine Schlüsselgeschichte, daran würde ich Ihnen vollkommen recht geben, eine Schlüsselgeschichte zum Verständnis aller 12 anderen. Jetzt zur Magie. Man hat Marquez immer in eine Schublade gesteckt und hat gesagt, magischer Realismus. Literarhistoriker schieben ja manchmal so etwas ab. Das ist Unsinn, es ist zu wenig. Es wird diese Realität ja nicht als magische Realität erlebt, sondern so wie sie da ist, nur als Realität. Das gelingt ihm und das gelingt ihm auf eine solche Weise, dass wir gar nicht merken, wo wir nun die reale Welt verlassen und in eine fantastische Welt hineinkommen. Da ist nichts magisch. Das ist eine Realität, die uns vielleicht magisch erscheint aus unserer Sicht der technisch modernen Welt. Aber das ist doch nur eine Definitionsfrage. Es ist doch nur gemeint, dass in der Realität von Marquez Sachen möglich sind, die wir aus unserer Wirklichkeit so nicht kennen. Ja. Das heißt, sie sind märchenhaft, könnte man sagen. Aber ja, es ist doch eine Frage, wie er die Realitäten montiert und wie er sie arrangiert. Denken Sie an diese Geschichte von den 17 toten Engländern. Selbstverständlich ist das auf den ersten Blick einmal realistisch, auf den zweiten Blick selbstverständlich nicht. Dass man da 17 Engländer essen zusammen, Austern zum Mittag und vergiften sich alle 17. Also da ist doch ein Sprung in eine andere Realität getan. Nein. Völlig mit Ihnen einverstanden, aber eine Frage. Ist nicht große Literatur, die sich völlig in der Realität abspielt, immer eine solche, die auf zweiter Ebene nicht mehr in der Realität ist? So ist es mit allen großen Schriftstellern. Und er ist ein ganz großer Schriftsteller und diese Geschichten zeugen davon. Zwei Ebenen. Ja, das ist Gott mir zu pauschalisieren. Ja, also das wäre ein Newtonsches Gesetz. Ja, große Literatur hat immer zwei Ebenen. Einen doppelten Boden. Doppelten Boden. Ich bin davon überzeugt. Das ist eine solche Generalisierung, dass Sie schon wieder nicht wollen zu allen mir, dann würden wir wollen hier Sie mir denn zeigen, wo hier der doppelte Boden ist? Wollen Sie mir zeigen, wo hier der doppelte Boden ist? Ich sehe nur eine Wirklichkeit und das ist die erzählte Wirklichkeit. Da gibt es keine Hinterwelt. Bei Marquez gibt es keine Hinterwelt. Ich habe ja am Beispiel dieser Liebesgeschichte, wo er sich alles nur vorstellt, den zweiten Boden gezeigt. Er stellt sich nicht gar nicht so sehr viel vor. Er liegt neben ihr. Er möchte sich vielleicht vorstellen, aber es ist ja eine stumme Geschichte. In dieser Geschichte gibt es nichts Magisches, sondern das hat jeder erlebt. Er sitzt neben einer schönen Frau und möchte sagen, Gnädigste, finden Sie mich auch so charmant wie ich Sie? Und sie sagt, nein. Kein doppelter Boden. Sie findet ihn langweilig und schläft ein. Nein, das sie findet ihn nicht langweilig, sie hat ihn überhaupt nicht wahrgenommen. Das trifft auf alle Geschichten. Aber eigentlich bei allen anderen Geschichten gibt es schon eine Art, ich beharre auf dem Ausdruck auch magisch, es gibt eine Schlange, die an eine Tür genagelt wird. Mhm. Das mag ein Scherz sein, aber dies hat die Wirkung des Fluchs, der damit angedeutet wird. Das heißt, es erfüllt sich für ein uns. Fluch, also, der gar uns. Nicht... Ja, für aber uns. Nicht für die Kinder. Wir müssen. Nicht für die Kinder. Die Kinder nehmen sie als Realität. Herr Koopmann, Sie können doch wirklich nicht sagen, dass es realistisch ist, weil dass eine Braut sich an ihrem Brautbouquet den Ringfinger ritzt und daran verblutet. Es kann ja sein. Wo ist die Hinterwelt? Die Hinterwelt ist das Märchen der Fremde, dass eine Braut sich mit ihrem Bräutigam durch ein wild fremdes Europa bewegt, wo sie nicht mal wissen, wie man eine Apotheke aufsuchen kann, einen Arzt, man Zöllner fragt und so weiter. Alles richtig. Herr Karasek, Herr Koopmann, nur noch eines zu diesem Märchen. Ja. Es ist natürlich, ist diese ganze Geschichte eine riesige Metapher über die Jungfräulichkeit. Und ein neues Thema. Natürlich ist es das. Was für eine fabelhafte Epik. Ja, alle Themen sind drin. Das Wollen ist das sagen, Gute. Die junge Frau aus dem zweiten Monat, schwanger, wie uns ja verraten wird. Also mit der Jungfräulichkeit hätte ich auch eine Schwierigkeit. Also lassen wir, untersuchen wir nicht. Es ist eine Realitätsebene, auf der beschrieben wird. Auch das Märchen hat die Realität, die wir sehen, hören, fühlen, riechen, keine andere. Herr Koopmann, wir werden uns nicht einigen, aber es ist nicht schlecht, wenn von einem Buch gesagt werden kann, es ist nur eine Realitätsebene und ein anderer zwei Ebenen durchgehend in dem Buch. Und man kann außerdem zu dem Buch einen Satz von Karl Valentin zitieren,
fremd ist der Fremde nur unter Fremden. Und Fremde unter Fremden sind Fremde, über die, wo Fremde unter einer Brücke sind und über einen Zug, über die Brücke ein Zug mit Fremden führt. Sind naja. Geschichten von Fremden unter Sehr Fremden. Kompliziert war der Fall. Ja. Ich meine, ich folge da nur mit Mühe. Aber ich freue mich, dass ich ein, wissen Sie, wir haben doch einen ekelhaften Beruf. Ewig müssen wir Romane und Erzählungen lesen, leiden darunter, schreckliche Bücher, ich leide darunter, wahnsinnig oft. Bei dem Marquez habe ich seit langer Zeit nicht mehr gelitten. Mir haben diese Geschichten gefallen. Schluss, wir müssen weitergehen. Also Susan Sonntag. Susan Sonntag, die berühmte Essayistin, hat einen Roman geschrieben. Zweiten Mal. Ja, sie hat einen historischen Roman geschrieben. Das ist strafverschärfend, wahrscheinlich in ihren Augen. Ein Roman, der zum Teil im 18. Jahrhundert spielt, obwohl er heute erzählt ist. Das ist die dritte Verschärfung. Es ist ein Roman, der einen Protagonisten hat, so behaupte ich einmal, und der Protagonist ist der Vesuv. Und das Buch handelt eigentlich vom Vesuv und seinen Metaphern. Der Vulkan ist der Mittelpunkt. Der Vulkan Vesuv im 18. Jahrhundert war nicht nur eine Touristenattraktion, sondern auch ein Forschungsgegenstand und ein großer europäischer Wallfahrtsort für alle Leute, die sich für die Natur interessiert haben. Der sich am meisten dafür interessiert hat, ist der titelgebende Liebhaber des Vulkans, den es tatsächlich historisch gegeben hat, Sir William Hamilton, der britische Botschafter am Hofe von Neapel war und dem Vulkan geradezu verfallen war. Er hat ihn jahrzehntelang immer wieder besucht, immer wieder über ihn geschrieben, ihn untersucht, ihn bestiegen. Und der Vulkan mit all seinen Metaphern war eigentlich auch seine eigene Obsession. Zu den Metaphern des Vulkans gehört natürlich seine Unberechenbarkeit, seine Zerstörungskraft, andererseits auch seine Schönheit in der Schrecklichkeit. So gehört eigentlich die erste Hälfte des Romans dem Sir William Hamilton, der nicht nur ein Vulkanliebhaber war, sondern auch ein Sammler. Und als Sammler, natürlich sammeln ist eine konservative Tätigkeit, aber auch eine, die mit erotischer Leidenschaft zu tun hat. Ich glaube schon, dass das Sammeln etwas Erotisches ist. Dann allerdings begegnet dem Sir William Hamilton eine andere Art von Erotik. Er trifft seine spätere Frau, Emma Hamilton. Und damit ist die zweite Heldin in dem Roman eingeführt und bald ist es ein Dreieck und damit sind wir wieder bei dem traditionellen Triangel der Ehemann, die Ehefrau und der Liebhaber. Diesmal in der historischen Konstellation Lady Hamilton, Lord Nelson und der Ehemann, der berühmte Hahnrei Hamilton. Und damit sind wir dann eigentlich in der zweiten Hälfte der Geschichte dort, wo die vulkanischen Leidenschaften dann als Liebesleidenschaften einerseits gezeigt werden und andererseits als die revolutionären Leidenschaften in Neapel, das gerade seine Abart der französischen Revolution erlebt. Ist es nicht sehr fair, das, was der Verlag über ein Buch sagt, gegen das Buch anzuführen? Aber offensichtlich hat der Verlag gedacht, oder zumindest gehofft, das sei das Werbewirksamste. Man sagt, das ist die Liebesgeschichte der Lady Hamilton mit Lord Nelson. Da habe ich sehr lange drauf gewartet, weil zuerst hatte ich, wie gesagt, einen anderen Helden, nämlich bis zur Seite 250 etwa. Hm. Dann habe ich aber auf einmal gedacht, vielleicht schwindelt der Verlag gar nicht und das Buch wechselt wirklich alle 100 Seiten seine Perspektive. Naja, es hat dauernd einen anderen Helden, es ist allwissend und es hat am Schluss, erzählt es nochmal seine Geschichte aus vier Perspektiven, von denen, ich gestehe es, ich gebe gleich ein Werturteil ab, eine Perspektive langweiliger ist als die andere. Die Metapher für ein 540-Seiten-Buch, ein Vulkan ist etwas Unberechenbares und eine Eruption ist etwas Gefährliches, die reicht mir nicht aus, um von einer Amerikanerin einen europäischen historischen Roman mit allwissenden Figuren, die kann in jeden Kopf rein. Lassen Sie mich noch einen Satz sagen, bitte. Sie sagen manchmal auch einen Satz mehr als... Ich möchte einen Satz mehr sagen noch. Sie hat dabei bei dieser allwissenden Perspektive noch einen schweren zusätzlichen Fehler. Sie erzählt die Eruptionen nie.
Sie stellt uns immer vor die vollendeten Tatsachen der Gefühle. Die Gefühle sind auf einmal da. Wie sie entstehen, habe ich in dem ganzen Buch an keiner Stelle erfahren. Vielleicht muss man etwas sagen noch zum Titel und auch zum Untertitel. The Volcano Lover heißt es auf Englisch. Das ist übersetzt worden mit Der Liebhaber des Vulkans. Eine zweite Lesart, die im Englischen sofort mitschwingt, ist völlig unterschlagen worden, nämlich der vulkanische Liebhaber, also der Liebhaber, der vulkanische Kräfte in sich spürt. Dann hat der Verlag noch einen zweiten Fehler gemacht. Im Englischen heißt das Buch A Romance. Der Verlag schreibt ein Roman. A Romance ist etwas völlig anderes als ein Roman. Sodass der deutsche Leser auf die Gefahr, auf die Idee kommt, da wird ihm etwas als Roman verkauft, was gar nicht als Roman gedacht war. Man muss dazu wissen, dass eine Romance, also eine Fantasiegeschichte, die unter hochrangigen Leuten spielt, die von der Liebe handelt, das Hauptgenre war etwa in Amerika in den 80er Jahren, sind 45% aller verkauften Bücher, aller verkauften Taschenbücher Romances gewesen. Also Romanzen. Wir können das Wort nicht übersetzen, weil es keine deutsche Entsprechung gibt. Was ist das nun für ein Buch? Ich möchte diese Tonart gerne weiter singen. Es ist ein Buch, in dem sich pausenlos die Dinge auf den Füßen treten, die gar nichts miteinander zu tun haben. Wir haben eine Liebesgeschichte und wir haben die Französische Revolution. Wir haben einen Vulkanologen, der aus einer vielleicht erotischen Leidenschaft heraus die Steine sammelt. Und wir haben die Geschichte der Emma Hamilton. Was hat das miteinander zu tun? Es hat nichts miteinander zu tun. Dass die Liebesgeschichte erst in der Hälfte des Buches kommt, ist fast unverzeihlich, denn man könnte sich vorstellen, dass man ja schon im Grunde eingeschlafen ist. Das ist ein typisches Buch. Ja, ja. Jeder schreibt mal irgendwann sein schlechtestes Buch. Aber das ist ein Buch, was in der Tat 400 Seiten zu lang ist. Ja. Und immer dann, wenn es ganz... Das ist 400 zu lang. 400 Seiten zu lang. 150 würden reichen und es würde was ganz anderes werden. Ja. Ich glaube, wir müssen aber ich bitte Sie, was hat die politische Geschichte, was hat der Vulkan zu tun mit dieser unerträglichen Liebesgeschichte, die man ja kennt, die historisch überliefert ist? Und was soll dieses ganze mythologische Klimbim, was den Leuten angehängt wird? Das soll das schon was. Ist das ist doch das soll alles schon schlichte Rhetorik. Nein, nein, ich glaube, das soll schon was. Wir dürfen eins nicht vergessen. Wer hat dieses Buch geschrieben? Susan Sontag, eine in den 60er Jahren, vielleicht schon Ende der 50er Jahre, berühmt gewordene junge Essayistin, die einige sehr beachtliche, nicht überwältigende, aber beachtliche Essays geschrieben hat, die vor allem in der angelsächsischen Welt sehr erfolgreich waren, wo man manches sagen kann, was in den Gesprächen zwischen Goethe und Eckermann schon steht. Und das wird da als Entdeckung offeriert. Egal, sie war eine erfolgreiche, beachtliche Essayistin. Ich glaube, auf die Gefahr hin, dass ich mein Leben riskiere, sage ich es hier, der enorme Erfolg der Susan Sontag hängt zusammen, damals hing er zusammen mit drei Faktoren, dass sie jung war, eine Frau und schön. Wenn sie keine Frau, nicht jung und nicht schön wäre, hätte man auch gemerkt, dass das gut geschriebene Essays sind. Einige. Aber da kann man, aber der da kann man nur Karl Kraus zitieren. Michelangelo wäre, wenn er ohne Hände auf die Welt gekommen wäre, doch Päderast geworden. Also, entschuldigen Sie bitte. Natürlich ist Susan Sontag eine Frau, das macht ihre Essays doch aber nicht. Das nein, hat sie vielleicht befördert. Ich habe nicht über den Wert der Essays gesprochen. Sie verstehen nicht, was ich rede. Ich habe darüber gesagt, dass der phänomenale Erfolg der Susan Sontag mit diesen Umständen zu tun hat. Sie waren dabei, wie Sie auf der Tagung der Gruppe 47. Aber Herr Reich-Ranitzky, was hat der phänomenale Erfolg damit zu tun, dass wir heute einen Roman von ihr beurteilen? So, halt, der hat damit zu tun. Außer, halt. Dass Sie das Naturgesetz ableiten wollen, eine Essayistin kann nie einen Roman schreiben, das oder das habe ich nicht gesagt. Ach, nur, sie hat erklärt, sie möchte keine Kritiken und Essays mehr schreiben. Stattdessen schreibt sie einen Roman, diesen 550 Seiten langen Roman. Und wir hatten ein Interview, welches Interview wir Frau Löffler zu verdanken haben. Ein meisterhaftes Interview, weil es sie entlarvt. Ein intellektueller Striptease. Der Sontag, was sie da an Blödsinn redet in dem Interview, ist einzigartig. Das haben sie aus ihr hervorgeholt. Und sie sagt, mit unglaublichem Vergnügen haben sie 2,5 Jahre dieses Buch geschrieben. Ihr Vergnügen der Autorin ist das größte, das der Leser erheblich kleiner. Ja. Nun ist Folgendes. Wir haben bei Lessing gelernt, der Rezensent muss nicht besser können, was er tadelt.
nicht besser machen, das, was er tadelt. Natürlich können wir von der Sonntag nicht verlangen, dass sie gute Romane schreibt. Aber wenn sie schon einen Roman schreibt, dann müssen wir deutlich sagen, was er taugt. Und er taugt gar nicht. Er taugt gar nicht aus einem Grund, weil sie überhaupt nicht kann, was dieser Marquez mit der Garcia Marquez mit der linken Hand machen kann. Sie kann nicht erzählen. Kann nicht erzählen. Deswegen sind die besten Abschnitte rein essayistische über das Sammeln. Die kommen immer mal vor, mal zwei, mal drei Seiten. Das ist nicht uninteressant, was sie da sagt. Aber das Erzählte ist alles blass, ist Papier. Und die Figuren sind nicht gut. Und das Schlimmste, sie hat ein Motiv einer Seifenoper genommen, die Liebe der Hamilton mit ihr. Nun kann man irgendwas nehmen, was ein Kitschmotiv ist und kann daraus was machen. Sie hat gar nichts daraus gemacht. Es war Kitsch und Schund und ist Kitsch und Schund geblieben. Und nun sagt das man... Das kann nicht das letzte Wort gewesen sein, Herr Reinhardt. Aber Sie werden gleich sagen... Vielleicht Ihr letztes jetzt, Wort. Ja. Nein, aber Sie werden gleich sagen, jetzt Sie will ja Kitsch ja, und Schund. Nein, ich bitte vielmals, ich möchte doch meine eigenen Worte selber wählen dürfen. Los, bitte. Das war jetzt ein hochinteressantes Kuddelmuddel, das Sie da serviert haben, Herr Reich-Ranicki, von Frauenfeindlichkeit, von merkwürdigen Vorurteilen, Ressentiments. Ich kann nur staunen. Also Sie werfen ich bin doch nicht frauenfeindlich. Sie werfen der Susan Sonntag vor, Sie werfen ihr vor, dass sie schön ist. Nein, das habe ich nie gesagt. Also es ist schon, ich finde es schon einmal bemerkenswert, dass man bei einer Schriftstellerin auf ihr Äußeres zu sprechen kommt, und zwar im ersten Satz, ehe man überhaupt noch über sie spricht. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir hier über das Äußere des Herrn Marquez geredet hätten. Nicht, dass es irgendeine Bedeutung das hätte. Das Äußere spielt bei Dirigenten eine enorme Rolle. Die Susan Sonntag ist keine Dirigentin. Und daher können wir über ihr Äußeres, glaube ich, hier einmal schweigen und reden über ihren Roman. Das sollten wir seit langem tun, denn wir reden ja da um den Roman herum. Sie sagen, das sei eine Kitschgeschichte. Selbstverständlich weiß niemand genauer als die Susan Sonntag, dass die Liebe der Lady Hamilton und des Lord Nelson eine reine Seifenoper ist. Die kennen wir aus Kitschfilmen. Aber das Interessante ist doch, wie jemand, der so hochgebildet und auch ästhetisch so raffiniert ist wie Sie, mit einer so vorgegebenen Kitschgeschichte umgeht. Und das ist, glaube ich, das Spannende. Sie erzählt eben gerade nicht den Liebeskitsch, sondern sie erzählt, wir haben doch hier, diese beiden Liebhaber sind ja sozusagen ein romantisches Klischee, das romantische Liebespaar schlechthin. Wie kann man eigentlich heute damit umgehen und wie kann man das erzählen? Sie erzählt diese beiden Figuren aus einem heutigen Blick. Sie sind beide nicht mehr diese romantischen Liebhaber. Er ist ein invalider und beschädigter kleiner Mann, auch überhaupt ein kleiner Mann. Der Lord Nelson wird hier ziemlich ernüchtert und klein dargestellt. Nicht nur, weil er ein Invalide ist, sondern weil er auch unendlich beschädigt ist durch seine Eitelkeit, der er übrigens zum Schluss zum Opfer fällt. Und sie, die Lady Hamilton, ist ja fast ein brutales Bild, das von ihr gezeichnet wird. Eine Säuferin, dick. Sie ist alkoholisch, sie ist eine korpulente Frau. Sie ist über jede romantische Passioniertheit und Leidenschaft längst hinaus. Und die beiden sind eigentlich ein groteskes Paar. Und sie werden auch als solches beschrieben. Frau Löffler, es bleibt aber, was Reich-Ranicki gesagt hat und was Sie auch gesagt haben, was ich gesagt habe, die Frau kann nicht erzählen. Doch, sie hat keine Ökonomie des Erzählens. Sie erzählt immer die falschen Momente, die einen nicht interessieren, weil sie zum Beispiel Zusammentreffen von Leidenschaft kann sie nicht schildern, also sagt sie immer zwei Tage später. Sie kann nicht ökonomisch, zwei Tage danach waren sie ein glückliches Paar. Ja, so aber kann sagen sie nicht schildern. Herr Karas, haben Sie nicht erkannt, dass das Ihre Absicht ist? Sagen wir es doch mal etwas genauer. Ja, alles, was sie schreibt, ist Ihre Absicht. Aber Sie können doch nicht, wenn eine Frau langweiliges, papierendes Zeug schreibt, sagen, sie wollte papierendes Zeug. Sie schreibt kein papierendes Zeug. Nein. Sie haben überhaupt nicht erkannt, wie raffiniert dieses Buch gebaut ist. Es ist von großer Trivialität. Die Sprache ist die banalste Sprache, die ich je in einem Roman seit langem gelesen habe. Und da kann man natürlich versuchen, mit der Übersetzung was zu verteilen. Die Sache selbst kennen wir aus jedem Lexikon. Man kann nachschlagen unter Hamilton und man weiß, was es mit der Lady Hamilton auf sich hatte. Ich glaube, es ist noch etwas anderes bemerkenswert an diesem Buch.
Das ist ein historischer Schinken in Großformat. Das ist ein Tribut an eine Gattung, die wieder im Kommen ist. Da ist das Historische, da wird gespielt oder wird gewartet auf das historische Interesse des Lesers. Das ist David in Folio, wenn Sie so wollen. Mhm. Schlachtenmalerei. Es gibt nichts, was einen irgendwie berühren könnte. Alles ist Oberfläche. Einen Punkt gibt es, wo diese Geschichte für mich außerordentlich interessant war. Es ist auf der einen Seite eine Romance, eine Liebesgeschichte, wie sie also von der englischen Literatur vorgegeben ist durch diese Schiene. Ja, aber doch unter in fünf diese, Anführungszeichen. Lassen Sie mich. Fünf Anführungszeichen. Unter fünf Anführungszeichen. Das ist aber alles ernst gemeint, das ist nicht ironisch. Aber es gibt, es gibt ein anderes Schema, was hineinbricht. Das ist das Schema des armen Dummchens vom Lande, die aber aufsteigt bis zu höchsten Höhen. Und dann sinkt sie wieder runter. Mit anderen Worten, das ist eine weibliche Picaro-Geschichte. Das hat in England auch eine Tradition. Und wenn überhaupt, wenn ich irgendetwas interessant finden kann an dem Buch, dann ist es diese Verbindung zweier ganz verschiedener Ströme. Ja, nur darf ich Ihnen da... Gelungen ist es nicht. Ich wollte sagen, da gibt es die Erzählung im letzten Teil, wo die Mutter sich erinnert, wie das war. Das ist von einer so haarsträubenden Banalität der einfachen Leute. Wie, also einfache Leute aus einer schlechteren Retorte habe ich nie zusammengebraut gesehen. Ja, also die Lady Hamilton ist nicht der einzige Lebenslauf, nicht der einzige weibliche Lebenslauf. Es sind, glaube ich, drei oder vier weibliche Lebensläufe. Und der interessanteste ist sicher der Intellektuellen und Dichterin, die eine Revolutionärin wird. Das würde bei den 14 Seiten sind. Und in Neapel zu Tode kommt. Zum Schluss wird ihre Hinrichtung beschrieben. Und zwar aus ihrer eigenen Sicht, weil sie von jenseits des Grabes ihren eigenen Tod beschreibt. Es gibt kaum etwas Bedrängenderes, was ich in letzter Zeit gelesen habe, als diese Beschreibung ihrer letzten Stunde vor ihrer Hinrichtung mit dem jungen Mann, wenn Sie sich erinnern. Also ehrlich gesagt, David war ein guter Vergleich, mich hat das an die historischen Schinken aus der Französischen Revolution. Ja. Kein Klischee wird ausgelassen in dieser Todesschilderung, wie die sich gegenseitig Mut machen. Und es ist grauenerregend. Es ist Papier. Es ist grauenerregendes Papier. Ich war nie so einverstanden mit Ihnen wie heute. Sie haben vollkommen recht, es ist ein abscheuliches Buch. Aber es hat doch Gründe, dass Frau Löffler, die einen so vorzüglichen literarischen Geschmack hat, ein solches Buch lobt. Und ich habe Angst, aber ich möchte doch den Grund sagen. Ich habe eine Sache gemerkt, die gehen doch weit unter das Niveau, unter die Ansprüche, die sie sonst an die Literatur stellen. Sie verteidigen, wie sie können, das Buch, was ich... Lohnt sich nicht zu verteidigen, es lohnt sich nicht, das Buch zu lesen, es ist nichts wert, 100 Seiten, vielleicht aus den 550. Bei Ihnen ist etwas passiert, was gar nicht so selten passiert. Da fährt ein Kritiker, macht ein Interview mit einem Autor oder einer Autorin. Ach, Sie glauben, ich habe mich betören lassen von meiner Anwesenheit in der Wohnung. Nein, aber es zeigt die Erfahrung. Also diese Art von Verfügbarkeit ist bei mir nicht gegeben. Davon werden wir gleich bei einem anderen Buch reden. Nein, das lassen wir mal jetzt. Nein, ich meine nur, wenn man mit einem Autor spricht oder einer Autorin, die ein neues Buch verfertigt hat und man bringt ein Interview, ist man, ob man es will oder nicht, irgendwie doch verpflichtet, bewusst oder nicht, freundlicher und milder zu sein. Sie können doch nicht ein Interview, ein Gespräch mit ihr bringen und das Buch verreißen. Also das geht nur doch nicht. Herr Reicher-Nitzky, Sie verwechseln Ursache und Wirkung. Ich bin zu Susan Sonntag gefahren, weil mich das Buch interessiert hat. Wenn es mich nicht interessiert hätte, wäre ich nicht zu ihr gefahren. Das glaube ich Ihnen nicht. Aber jetzt reden Sie sind schon zu Susan Sonntag gefahren, weil Sie, was Ihr gutes Recht ist, in Ihrer Zeitschrift Profil ein interessantes Gespräch bringen wollten. Und da bringen Sie ein Gespräch, in dem Sie fabelhaft, ich danke Ihnen, drucken, dass die Susan Sonntag sagt, ich wollte mit diesem Buch die Herzen der Leser brechen. Kinder, das ist wirklich, also wirklich, da sind wir auf Kurzmalerebene angelangt. Ja. Und das ist doch das Ärgerliche, dass solche Bücher geschrieben werden, doch kein Unglück. Nur eine hochintelligente Frau, die von der Kritik zur Unrecht, zu einer Prophetin damals erhoben wurde, aber eine hochintelligente Essayistin, schreibt ein solches Buch. Also da muss man sich doch... Wissen Sie, das Bemerkenswerte ist doch, dass Sie, der große Verteidiger des doppelten Bodens und der zwei Ebenen, nicht erkannt
erkannt haben, dass das alles ironisch gemeint ist und dass die Klischees vorgeführt werden, um sie als Klischees zu entlarven. Nicht. Es ist ein vollkommen unironisches, ein unsatirisches Buch. Als Satire wäre es wunderbar, aber das ist es nicht. Ein Beispiel. Sie brauchen doch nur die beiden, die beiden Sammlertypen miteinander vergleichen, den William Beckford und den Hamilton. Etwas Ironischeres ist doch überhaupt nicht möglich. Antiquarische Gestalt. Da kommt Goethe in einer Episode vor. Wir wissen ja, dass Goethe bei dem Lord Hamilton und der Lady Hamilton war, in der italienischen Reise steht was darüber. Sie erwähnt es ja auch. Er kommt, Goethe, und sieht die Kunstwerke auf einem Tisch, kleine verschiedene Kunstwerke bei Hamilton ausgebreitet. Und was sagt oder denkt sich Goethe? Er denkt sich, hier ist keine richtige Ordnung. Die liegen hier alle falsch. Der Deutsche will immer nur Ordnung haben. Das ist das Klischee. Auch dieses Klischee. Das zweite Klischee, der Dichter möchte bewegendere Gespräche haben, als die beiden sie ihnen liefern. Nur das, was Goethe in diesem Buch als bewegend empfindet oder fordert, ist genauso langweilig als das, was ihm als langweilig begegnet. Und das ist das Furchtbare. Herr Karasek, ich habe den Eindruck, wir haben die Zuschauer hinreichend vor diesem abscheulichen Buch gewarnt. Wir können weitergehen. Es gibt den Quasi-Roman von Philipp Roth, Deutschung. Also, ich möchte sagen, wir drei haben natürlich da gegenüber dem Buch der Susan Sontag nur ein Minderheitsvotum. Und Frau Löffler beharrt darauf, dass es ein gutes Buch ist. Und wahrscheinlich hat sie ebenso recht wie wir drei. Das möchte ich doch da... Wir haben keine Gründe gehört. Ich habe sie, aufgeführt, aber ich kann sie Ihnen gerne nach der Sendung noch mal wiederholen. Also, Frau Löffler hat Gründe angegeben, aber keiner war überzeugend. Das wollte ich sagen. Ja. Ich komme zu Philipp Roth. Das Buch heißt Täuschung und wird im Untertitel ein Roman genannt. In der Fiktion handelt es sich um ein Notizbuch eines Schriftstellers, der sich Gespräche mit seiner Geliebten, der hat in der Stadt ein Arbeitsstudio, Gespräche mit seiner Geliebten oder mit seinen Geliebten und seinen Freunden notiert. Eines Tages findet die Ehefrau dieses Notizbuch, hält diese Notizen für ein Bekenntnis ihres Ehemanns der Untreue. Der Ehemann sagt, das sind nur erdachte Gespräche, das habe ich mir nur so ausgedacht, das habe ich gar nicht wirklich erlebt. Kurz darauf erzählt er der Geliebten, dass er die Frau auf diese Weise getäuscht hat. Das heißt, das Buch führt zu Recht den Titel Täuschungen. Es ist gleichzeitig, das muss man noch dazu sagen, eigentlich auch eine Art Exilbuch. Es handelt nämlich von Philip Roth Englandzeit. Und diese Englandzeit ist mir besonders aufregend vorgekommen, weil der amerikanische Jude Philip Roth England so erlebt, wie ich Deutschland während des Golfkrieges erlebt habe, mit so einem Anti-Amerikanismus und Anti-Zionismus und Anti-Semitismus. Da gibt es auch sehr kluge Bemerkungen. Es ist aber trotzdem eher ein Notizbuch, das sich durch eine kühne Wolte in einen Roman zu verwandeln sucht, als wirklich ein Roman. Herr Reich-Ranitzky hat schon eine Kritik darüber geschrieben. Ich habe sie extra nicht gelesen. Ich habe mir viel Mühe gegeben, eine spannende Kritik von Ihnen nicht zu lesen, um überrascht zu sein, was Sie von dem Buch zu halten. Ja, ich denke, dieses Buch ist so eine Art, wenn man die früheren Romane von Roth kennt, eine Art Wiederaufbereitungsanlage aller Themen, die im Leben von Roth bisher eine Rolle gespielt haben. Das ist erstens das Judentum, zweitens Jude in Amerika und drittens die Erotik oder die Beziehungsgeschichten zu Frauen. Alle Themen inklusive dem Grundthema, von dem Roth immer spricht, nämlich von der Literatur, alle diese Themen kommen wieder vor. Dieses ewige Spiel diese Vexierbilder zwischen Fiktion und Realität, sodass man zum Schluss nicht mehr weiß, wer betrügt hier wen, mit wem, vielleicht der Autor die Wirklichkeit mit seiner Fiktion oder vielleicht doch die Ehefrau mit der Freundin. Alles das spiegelt sich immer wie in den früheren Romanen, auch vielleicht noch eine Spur raffinierter. Ja, aber im Grunde ist es ein Recycling von uralten Roth-Themen. Wobei man noch sagen muss, das Schöne an diesen Täuschungen und an diesen Betrügen ist natürlich, ein ironisches Element ist, dass die Geliebte zu dem Ehemann kommt und sagt,
wie unverschämt es ist, dass ihr Mann sie betrügt. Also die Spiegelung im Betrug, sich über den Betrug jemand anderes zu beklagen, gibt natürlich noch mal eine ironische Brechung. Ich habe mich gefragt, ob es überhaupt ein gewisses Maß an Wirklichkeit in diesem Buch gibt. Es gibt eine Vokabel, die mir außerordentlich treffend zu sein scheint, Realitätsverschiebung. Das heißt, die Realität ist verschoben. Wohin? In die Fantasie des Schriftstellers. Wenn man das Buch anfängt, weiß man zunächst überhaupt nicht, wer mit wem spricht, telefoniert, schreibt. Es bleibt ein Rätsel und allmählich wird klar, um was es sich handelt, nämlich um eine Ehebruchsgeschichte, die nicht in allen Einzelheiten erzählt wird, aber doch in Einzelheiten genug, dass man sich sagt, ist es nicht schon doch wieder die gleiche Sache, die wir immer schon 100-mal irgendwo erzählt bekommen haben. Dann wird der Roman interessant. Der Roman wird interessant, wo sich herausstellt, dass das alles, was hier angeblich erlebt worden ist, nur Stoff ist für einen Roman, wirklich? Den der Autor schreiben will. Und ich würde wirklich? Die Geschichte noch eine Spur weiterdrehen. Der Roman ist das, was wir vor uns haben. Was ist in Wirklichkeit geschehen? Wir wissen es nicht. Und die Meisterschaft, es ist wirklich Meisterschaft von Roth, besteht darin, dass er diese zwei Welten, die Fantasie und die Wirklichkeit, ständig ins Verschwimmen bringt. Das wird ständig miteinander verwoben, sodass wir am Ende nicht mehr genau wissen, wo ist die Täuschung? Ist die Täuschung in der Fantasie oder ist die Täuschung in Wirklichkeit gewesen? Es gibt einen Satz, der sehr aufschlussreich ist und er lautet etwa, das wäre die Liebesgeschichte geworden, wenn sie stattgefunden hätte. Das heißt, was immer passiert ist, ist im Kopf passiert. Anders gesagt, ist als Roman passiert. Hier darf man nicht nach der Wirklichkeit suchen. Und hier ist mit größter Raffinesse erzählt worden. Und zwar bewusst und klar. Und der Leser hat ein hohes intellektuelles Vergnügen daran. Ja, aber kann man das nicht auch als Tadel formulieren? Ist nicht dieses Kalkül und diese Raffinesse von einer solchen Vorsätzlichkeit und von einer solchen kalkulierten Ausgedachtheit, die wirklich so deutlich daherkommt, dass man eigentlich von vornherein weiß, jetzt werde ich getäuscht und noch einmal in der Täuschung getäuscht und das ist auch noch illusionär. Das eigentlich macht den Reiz ist dieses Spiegelkabinett ist dieses Spiegelkabinett. Aber was Frau Löffler sagt, kann man doch auch gegen Sie, die Geschichte ist durch dieses dauernde Spiel der Täuschungen so ausgedünnt. Mhm. Also der Fall, Sie haben es ja vorher selber gesagt, ist so unspezifisch, dass man denkt, es ist jede Ehebruchsgeschichte. Und mir hat das Stichwort England, das Philip Roth hier selbst anführt, das hat mich auf eine Spur gebracht eines Autors, der diese Dialoge in England viel raffinierter führen kann, nämlich Pinter. Das ist Philip Roth auf den Spuren von Pinter. Und auf Pinternähe. Ich habe sehr oft an Anna Bokov gedacht, von dem ich meine, dass er diese Art von Raffinesse... Das kann er auch. Dass er das besser macht und nicht so offensichtlich, wie es Roth macht. Darf ich auf einen Umstand aufmerksam machen? Wir haben hier im literarischen Quartett vor wann? Einem Jahr oder nicht mal ein Jahr her, sein Buch von Philip Roth, Mein Leben als Sohn. Erörtert. Ein Buch über das Sterben und den Tod seines Vaters. Und wir waren, glaube ich, ziemlich alle zum Ergebnis gekommen, dass es ein gutes, ein erschütterndes, ergreifendes Buch. Da kann man den Blick nur so richten. Ja, nur langsam. Das muss man bei diesem Buch hier bestimmen. Eben, ein sehr gutes Buch. Ich wollte Sie nur darauf aufmerksam machen. Das ist nicht ein Buch, das wir damals so gelobt haben, über Literatur, nicht über Liebe, nicht über Juden. Er hat seine Leitmotive, aber wenn er will, erzählt er was ganz anderes über das Leben eines Greises, über den Tod eines Menschen von über 80 Jahren. Also, das ist das eine. Er ist gar nicht auf bestimmte Themen festgelegt. Wahr ist aber, natürlich haben Sie recht, dass gewisse Motive bei ihm immer wiederkehren. Ja, wollen Sie ihm das vorwerfen? Ich werfe es ihm nicht vor. Ich finde es hochinteressant. Alles, was er schreibt, ein ganz intelligenter Schriftsteller und er kann wenn er nicht erzählt, nämlich nur Dialoge schreibt. Das ganze Buch hier besteht ausschließlich aus Dialogen. Man könnte das Ganze als Hörspiel bringen. Um Gottes Willen, nur das nicht. Nur langsam. Nein, lass uns nicht mal zu Ende führen. Er kann wirklich, er hat das Temperament eines Erzählers und das spürt man gerade da, wo er nicht erzählt, sondern Dialoge bringt. Nein, was Sie vorhin sagten und Frau Löffler hat es auch gesagt, man braucht sehr lange, bis man überhaupt, man ärgert sich manchmal, man weiß nicht, wer spricht. Man braucht sehr lange, bis man überhaupt merkt, wer spricht. Als Hörspiel wäre es ganz furchtbar, weil man sagt, wer ist denn das nun wieder, der jetzt dazwischen quasselt? Ja.
Also, soll ich Ihnen das Allerschlimmste sagen? Ja. Nach einer Zeit ist es einem ziemlich egal. Auch wurscht. Ja, ja. Ich glaube, das Ihnen ist es nicht. Egal. Nein, nein, nein. Mir ist bei der Sonntag von der ersten bis zur letzten Keine Retourkutsche, bitte. Hier ist mir überhaupt nicht egal. Nur eins. Der Mann ist witzig, der Mann ist geistreich, der Mann kann erzählen. Dass man ihn auf eine so hohe Ebene anhebt und aus ihm einen großen Schriftsteller unserer Epoche macht, was auch schon in manchen Kritiken leichtfertig gemacht wurde, finde ich nicht richtig. Er macht eine Art Literatur, wie wir sie in Deutschland kaum haben, jedenfalls in den letzten 50 Jahren kaum hatten. Ich glaube, dass diese angelsächsische Art des Erzählens hier in Dialogen geformt, sie ist für mich hochinteressant, sie amüsiert mich, sie regt mich nicht furchtbar auf. Das kann ihn auch gar nicht aufregen. Diese Dialoge sind von einer Banalität, die ihresgleichen sucht. Nein, gequatscht wird ununterbrochen über Scheidung, nein. über Ehebruch, über Nichtscheidung, über den Psychiater. Frau Löffler. Ja. Es wird nicht gequatscht. Ja. Es wird nicht gequatscht. Ja. Es gibt so etwas wie eine europäische Erzähltradition. Die hat sich im Laufe des 20. Jahrhunderts ausgebildet. Die ist von intellektuellem Anspruch. Sie ist außerordentlich beweglich. Sie ist differenziert. Ross genügt dieser Tradition durchaus. Und was Sie sagen, kann ich überhaupt nicht finden. Er erzählt spannend. Ich wollte zunächst einmal rauskriegen, um was handelt es sich? Wer spricht, telefoniert, schreibt, mit wem? Das merkt man nach der 30. oder 40. Seite. Dann interessierte mich, wie es wechselnde Personen. Es sind wechselnde Personen. Er bedient sich einer Sprachflexibilität, die ihn um Meilen trennt von Susan Sonntag. Und ich finde, dass der Roman einfach zu genießen ist als ein Sprachkunstwerk, wenn das Wort erlaubt ist, wo bis zum Letzten eben versucht wird, die Grenze zwischen Wirklichkeit und Fantasie zu durchbrechen, transparent zu machen. Ja. Das ist ihm gelungen, bis zur letzten Zeit. Sie haben recht, nur zugunsten der Sonntag wollen wir doch mal was sagen. Nämlich, dass er als Erzähler ihr haushoch überlegen ist, ist sicher. Absolut. Aber solche Essays, wie immerhin einige aus der Feder der Sonntag, hat der Philipp Ross nicht geschrieben. Das ist ein anderes Genre. Aber gut, lass mal doch die Vergleichbarkeit. Vergleichen wir Philipp Ross mit sich selber. Sie haben mit Recht das letzte Buch von ihm über das Sterben des Vaters erwähnt. Dagegen wirkt dieses Buch bei aller Routine, bei aller Ironie, bei aller erzählerischen Geschicklichkeit wie ein Nebenwerk gegenüber den gewichtigeren anderen Büchern, ist dies jedenfalls eine hochrespektable Arbeit eines großen Schriftstellers, aber nicht eines seiner wichtigen Herr Karasek, Bücher. Sie haben vollkommen recht. Nur, mir sind die Nebenwerke guter Schriftsteller lieber als die Hauptwerke schlechter Schriftsteller. Ja, das ist okay. Das war ein Wort zu Susan Sonntag. Natürlich ist es ein Nebenwerk, aber mit Witz und Pfiff und Intelligenz. Und ich glaube, es ist ein sehr, sehr lesbares Buch. Ich habe mir Gedanken gemacht und das schon geschrieben, warum wir das ich jedenfalls mit Interesse lese, mich amüsiere dabei, aber eigentlich von einer tieferen Teilnahme kann schwerlich die Rede sein. Vielleicht deshalb, weil er, Philipp Ross, die Leiden seiner Hauptfiguren nicht ganz ernst nimmt. Und das kann sich ein Romancier, vielleicht das Einzige, was sich ein Romancier nicht leisten kann. Und ich glaube, dass im einen Augenblick werden die Leiden ernst genommen. Die Leiden nämlich der richtigen Ehefrau, die das alles findet und sagt, du betrügst mich seit Jahren. Denn die leidet wirklich. Die anderen beiden spielen wunderbar. Aber als diese Ehefrau mit ihren Vorwürfen kommt, ist der Roman schon zu Ende. Da muss ich Ihnen widersprechen. Wer sagt denn, dass das da muss die Ehefrau ist? Wer sagt, dass es eine wirkliche Ehefrau ist? Wer sagt, das steht dass diese, drin im Text. Wer sagt, die dass, Ehefrau diese, ist dass diese Szene tatsächlich stattgefunden hat? Wer sagt denn nicht, dass die auch erfunden ist? Aber ja, das wissen alles wir nicht genau. Alles ist erfunden, was ein Schriftsteller schreibt. Aber eines scheint mir wichtig zu sein. Wann taucht diese Ehefrau auf? Ganz am Schluss. Ja, sie spielt keine Rolle. Viel zu spät. Ist sie für uns überhaupt von Bedeutung, wenn sie nur in einem marginalen Teil des Romans auftaucht? Entschuldigung, wenn Sie sagen, ganz am Schluss, so ist das leider nicht richtig. Ganz am Schluss taucht wieder die Geliebte auf und die Ehefrau wird sozusagen ironisch nochmal widerlegt. Ja. Also so ist es nicht, dass die Ehefrau... Sie haben recht, Sie haben natürlich recht. Aber die Ehefrau spielt in großen Partien des Romans überhaupt keine Rolle. Also haben wir kein Recht, über eine Frau zu sprechen, die gar nicht vorkommt. Die Ehefrau spielt dort eine Rolle, wo es um die Frage geht, Wirklichkeit, Nichtwirklichkeit, Notizbuch, Roman oder tatsächlich erlebtes Leben. Herr Kurpmann, ist schon sehr interessant, wo er sagt,
der Philipp Roth, der Ich-Erzähler, ich heiße ja auch Philipp in dem Buch, ich habe mir das alles vorgestellt, das ist mein Beruf. Und der sagt, das tun doch alle Männer. Die liegen mit ihrer Ehefrau im Bett und stellen sich vor, wie das wäre mit einer anderen Frau im Bett. Ist so, der Gedanke ist so uninteressant. Ja, ich wollte auch dazu sagen, ich wollte auch dazu sagen, sie tun der Ehefrau auch insofern Unrecht. Man braucht die Ehefrau, um das Wort Betrügen und Täuschung überhaupt zu rechtfertigen. Nein, Sie haben das ganz missverstanden. Sie haben das ganz missverstanden. Es geht nicht um die Täuschung der Ehefrau. Das ist vollkommen uninteressant. Eine banale Geschichte wäre es ja. Es geht um die Frage, wie weit ist das wirklich erlebte Leben Täuschung und wie weit ist die Täuschung wirklich erlebtes Leben? Ich glaube, es geht viel konkreter darum, wie weit darf man einen Menschen, den man eigentlich liebt und auf dessen Vertrauen man angewiesen ist, täuschen. Darum geht es. Und das finde ich überhaupt nicht banaler als Ihr Thema, nur etwas unliterarischer und interessanter. Es trifft den Roman nicht. Es kommt, dieses Thema ist im Roman kein Hauptthema. Es wird am Schluss erwähnt. Warum wird es erwähnt? Nicht, um die arme Ehefrau plötzlich in Schutz zu nehmen, sondern es wird gezeigt, liebe Frau, du kannst nicht unterscheiden zwischen Notizbuch, Roman und Realität. Nein, es wird deshalb gezeigt, weil der Ehemann, deshalb lege ich Wert darauf, dass 30 Seiten dahinter kommen, weil der Ehemann selbst der Frau mit seinem Bekenntnis wieder eine Täuschung bereitet. Insofern geht es doch um ein moralisches Thema. Es geht darum, dass die Ehefrau von ihm nochmal düpiert wird mit der Wahrheit angeblich. Die Moral spielt überhaupt keine Rolle. Die Moral spielt überhaupt keine Rolle. Das ist keine schriftstellerische Moral spielt eine große Rolle. Es heißt keine moralische Erzählung. Das Thema des Schreibens ist das Thema, nicht die Moral. Nein, es geht um das Ethos des Schriftstellers. Ja. Also, da kommt gar nicht drum herum. Nicht mit Moral. Und es wird eine Frage gestellt, die euch allen banal scheinen kann. So banal ist sie wieder nicht. Nicht die Frage, wenn ein Mann mit einer anderen Frau geschlafen hat, hat er seiner Ehefrau ein riesiges Unrecht angetan, vielleicht war eine ganz flüchtige Sache, oder aber er hat sich eine Liebesbeziehung mit allen Details sehr tiefgehend ernst vorgestellt. Es wird gesagt, unterschieden zwischen dem rein körperlichen und dem, was im Geist und in der Fantasie sich abspielt. Und das ist für einen Schriftsteller kein so unwichtiges Thema. Ob er es ganz ernst behandelt, ob er es nicht ein bisschen zu locker manchmal behandelt, ist eine andere Frage. Aber es ist ein Buch, das einen Vorzug hat, den ich wahnsinnig schätze. Kein gewaltiges, kein tiefes, aber ein unerhört anregendes Buch. Zu Gedanken anregend. Ja. Und jeder denkt ein bisschen über sich selber. Kein Wort mehr zu diesem Thema. Ja? Nein, wir wollen nun nicht über uns selber zu lange reden. Jeanette Winterson, bitte. Naja, von einer Petitesse zur nächsten. Ja, so ist die Literatur unserer Epoche. Jeanette Winterson ist eine junge englische Schriftstellerin, die schon ein paar Bücher geschrieben hat. Dieses ist das erste, das ins Deutsche übersetzt wird. Es ist schon wieder mal eine Triangelgeschichte, der Ehemann, die Ehefrau und der Liebhaber. Die Pointe dabei ist, wenn es denn eine Pointe ist, dass wir die längste Zeit nicht wissen, wer der Liebhaber ist und ob er nicht vielleicht doch eine Liebhaberin ist. Man muss hinzufügen, dass die Jeanette Winterson eine bekennende Lesbe ist. Sie hat bereits ein Buch dieser Art geschrieben, ein autobiografisches, sozusagen ihr Coming-out hat sie gehabt, das Porträt der Autorin als junge Lesbe, das ist das erste Buch gewesen, dieses ist, glaube ich, ihr drittes oder viertes. Die Geschichte ist noch dadurch verschärft, dass es eine Liebesgeschichte ist. Das, was nämlich meiner Meinung nach das Buch Täuschungen vom Roth nicht ist. Denn dort ist von Liebe gar nicht die Rede. Zwar viel von Ehebruch, aber sicher sehr wenig von Gefühlen. Hier allerdings ist dauernd von Gefühlen die Rede. Und da erhebt sich sofort die Frage, was für eine Sprache hat man für Liebe? Oder gibt es überhaupt eine Sprache dafür? Eine, die nicht schon total abgenützt und vernichtet ist. Daran, glaube ich, scheitert auch das Buch, obwohl ich kein Urteil dazu fällen soll. Schlimm ist auch noch eine Geschichte, die da vorkommt. Um sozusagen die Liebe zwischen den beiden Frauen zu testen, wird die Geliebte krank. Sie erkrankt an Leukämie, um der Liebhaberin die Chance zu geben, aufs Edelste zu verzichten, wofür sie dann am Schluss durch ein Happy End belohnt wird. Das Ganze ist wahrscheinlich genauso schlimm, wie ich es jetzt geschildert habe. Noch schlimmer. Es ist noch schlimmer. Ich habe es nicht für möglich gehalten, dass ein Buch als ernsthafte Literatur gehandelt wird, das
davon handelt, dass es ein Dreieck gibt. Die Frau wird krebskrank, der Mann ist der beste Krebsarzt in England, weil er irgendwas erforscht und sagt zu dem Liebhaber oder der Liebhaberin, wenn du nicht verzichtest, stirbt sie, weil außer mir kann sie niemand heilen. Also eine solche Konstruktion hat mir nicht mal Siegel in seiner Love Story zugemutet. Ja. Dies ist also wirklich die grausamste Konstruktion an Kitsch, die ich in letzter Zeit gelesen habe. Es wimmelt von Unwahrscheinlichkeiten. Dieses Buch stammt aus der Feder einer Frau, die zu den bedeutendsten englischen Autorinnen dieser Generation dort gezählt wird. Ich finde, dieses Buch ist in hohem Maße tröstlich. Da sehen wir, wie die angeblich guten englischen Schriftsteller schreiben. Nicht nur wir leiden unter der deutschen Gegenwartsliteratur, die haben auch solche Autoren. Jetzt möchte ich aber trotzdem eine Lanze für das Buch brechen. Ich habe also das Buch gelesen, das keine Sprache für die Liebe hat. Dann trennt sich die Freundin oder der Freund, wer auch immer es ist, und geht in die Einsamkeit und buchstabiert sich ein anatomisches Wörterbuch der verfallenen Geliebten. Und in dem Moment wurde das Buch doch auf eine sehr abstruse Weise interessant, weil es nämlich eine Art barocke Vergänglichkeit aus Fleisch und Verwesung, aus Knochenbau und Arterien konstruiert, sodass man auf einmal denkt, sie riskiert in dieser Passage zumindest ziemlich viel. Während sie vorher einen wirklichen Kitschroman zeigt, sind diese Passagen, die diesem Anatomiebuch nachgebildet sind, zumindest ein schriftstellerisches Wagnis. Da muss ich Ihnen widersprechen. Ja, das Wagnis liegt aber auch, Verzeihung, auch noch darin, dass sie dann dieses Anatomie-Lehrbuch verbindet mit dem Hohelied Salomonis. Ja, genau. Das ist ein schlimmes Wagnis. Es ist die eingestandene Unfähigkeit, über Liebe zu schreiben. Was Sie als rühmlich empfinden, empfinde ich als Bankrotterklärung. Das überzeugt mich am wenigsten. Es ist ein Roman, den man nicht einmal zur gehobenen Unterhaltungsliteratur rechnen würde. Es ist ein Kitschroman. Es fehlt der Verfasserin schlicht an der Fähigkeit, über die Liebe irgendetwas zu schreiben. Also nimmt sie Ersatz. Und das sind diese Blätter über die Haut und was sie da nun macht. Das ist das Langweiligste von allem. Es gibt in diesem Buch, was ich mit Langeweile gelesen habe, eine hochfaszinierende, eine wirklich gute Stelle. Das ist die Stelle, wo die Lebensgeschichte des Arztes beschrieben wird. Es ist so furchtbar vieles unwahrscheinlich, dass sie eine Lebenserwartung von 100 Monaten hat, muss entweder ein Druckfehler sein oder ist ärztlich völlig blödsinnig. 100 Monate sind 8 Jahre. Eine Null zu viel. So weit denkt kein Arzt voran. Eine Null zu viel. Aber es gibt eine Passage, die ist hinreißend. Das ist die Lebensgeschichte des Elgin, dieses Arztes. Wo kommt er her? Er kommt aus einem kleinen jüdischen Milieu. Die Eltern werden beschrieben. Er entflieht diesem Milieu. Der Ladeninhaber. Gar nicht schlecht. Das ist eine vorzügliche Sache. Dann stirbt der Vater. Die Mutter hat Krebs. Und was dann passiert, wie der Sohn zurückkommt, die Mutter natürlich nicht heilen kann, aber dieses dünne Gespräch zwischen Vater und Sohn, und der Sohn flieht zum zweiten Mal seine Familie, das ist hinreißend gemacht. Das ist Liebesverrat. Es gibt ja auch hier Formen von Liebesverrat. Das ist ganz vorzüglich gemacht. Das ist nebenbei gesagt ja ein alles andere als neues Thema in der Literatur. Bei Rabe im Hungerpastor finden wir Ähnliches. Ja, neues nichts, alles war schon da. Da wird etwas sichtbar von dem Assimilationsdruck, der offenbar da geherrscht hat. Und das finde ich gut erzählt. Dieser Assimilationsdruck wird sofort verraten in der Schilderung des Elgin durch diese beiden Frauen. Ja. Und da nimmt das Buch fast die Form eines anti-intellektuellen und antisemitischen Pamphlets ein. Das muss man wirklich schon sagen. Mal, ich muss hier als Verteidiger auftreten. Ich habe nicht die geringste Absicht, das Buch zu verteidigen. Ich bin mit allen einverstanden. Es ist ein abscheuliches Buch. Es taugt gar nicht. Aber, die Frau hat mit einem Buch ihre Laufbahn begonnen, als sie sehr jung war, ich glaube 24. Orangen sind im Titel dieses Buches. Orangen sind eine seltene Frucht. Sind nicht die einzige Frucht. Ich habe das nicht gelesen. Keiner von euch hat es gelesen. Nein, leider nicht. Ich habe heute mit einem Menschen gesprochen, einem Kollegen, der das Buch gelesen hat. Und der sagt, und der auch das Neue gelesen hat, die beiden sind überhaupt nicht vergleichbar. Das ist unfair, was Gar Sie jetzt Gar nicht machen. Unfair. Sie reden mit Leuten, die Bücher gelesen haben. Ja, eben. Ja. Sie berufen sich auf Autoritäten. Und das erste Buch soll nicht nur erheblich besser sein, sondern den Ruhm
verständlich machen, die Anerkennung verständlich machen, die diese Frau in England gefunden hat. Aber vielleicht hätte man dem Verlag raten sollen, dieses Buch zu nehmen. Ja, aber die Verlage machen doch alles falsch. Und das andere wegzulassen. Ich verrate Ihnen ein Geheimnis. Es kommt. Es kommt natürlich. Im Herbst kommt es und dann wird man es. Dann können wir uns drauf stürzen. Es gibt einen gewissen sensationalisierbaren Aspekt und das ist das Lesbentum. Und damit hat diese Frau ihre Karriere gemacht. Ach so, mit solchen Dingen können Frauen Karriere machen. Aha, und wenn eine Frau jung und schön ist, hilft ihr das nicht bei der Karriere als Schriftstellerin? Nein. Meine Liebe, so haben wir nicht gewählt. Nein. Ja. So geht es auch nicht. Entschuldigung, Herr Reich-Ranitzky. Peter Handke hat geholfen, dass er jung und schön war. Es hat seiner Karriere geholfen. Natürlich. Also, klar. Das gibt es auch bei jungen Autoren. Nein, wir wollen das ist nicht das Thema. Es ist oft genug von Werbechef entschieden worden, bringen wir diese Autorin oder nicht? Und der Werbechef hat gesagt, das ist ein halb gutes Buch, kann man bringen, kann man nicht bringen. Ist ganz hübsch, wir werden viele Fotos machen und mit dem Buch Reklame machen. So hat damals mal die Karriere, wenn sich jemand noch erinnert, von Brigitte Schweiger begonnen. Aber Sie verraten lange die grässlichsten Geheimnisse der Männerwelt, die es gibt. Jawohl, bitte. Also Schluss. Ist ja scheußlich. Ich muss aber noch dazu wirklich eins dazu sagen. Bei der Winterson kann man diese Art von Sensationalisierung vorwerfen, weil sie schlechte Literatur macht. Der Susan Sontag kann man ihre Schönheit nicht vorwerfen, weil sie außerdem eine kluge Frau ist und eine ausgezeichnete Schriftstellerin. Das ist doch bitte der Unterschied, auf dem ich Klavier spielen möchte. Ich habe ihr die Schönheit nicht vorgeworfen, sondern ich habe gesagt, ihre Jugend und ihre Schönheit hat ihrer offen unzweifelhaft vorhandenen Begabung noch geholfen. Hat ihr nicht geschadet. Herrgott, es hat Elisabeth Schwarzkopf, die eine große Sängerin nicht geschadet, dass sie auch noch schön war. Nein, ich muss jetzt bitte wirklich zur Steuer der Wahrheit sagen. Ich werfe der Winterson wirklich nicht vor, dass sie lesbisch ist. Ich werfe ihr vor, dass sie es in dieser Art von Anrüchigkeit und Skandalisierung zu ihrer Literatur macht und damit ihr Geschäft macht. Übrigens, Frau Löffler, Sie haben es doch vorrichtig geschildert. Wenn man dieses Vorauswissen nicht hätte und wenn man es nicht im Klappentext darauf hingestoßen würde, könnte man das doch genauso gut als banale Dreiecksgeschichte zwei Männer und eine Frau lesen, oder? Da gibt es überhaupt keine Stelle, Herr Karasek, ich protestiere dagegen, dass Sie eine Geschichte von zwei Männern und einer Frau oder zwei Frauen und einem Mann als banal bezeichnen. Wenn es gut geschrieben ist, ist es überhaupt nicht banal. Nein. Das hängt nur davon ab, wie es wäre in diesem Fall. So, Freunde, Schluss mit diesem Thema. Wir haben noch ein Buch von Wolfgang Hilbig zu erörtern. Aber wir haben ganz wenig Zeit. Wir werden über das Buch nicht diskutieren, aber ich bitte jeden um ein Statement zum Buch. Herr Karasek, also ich möchte sagen, das Buch heißt Grünes, grünes Grab. Es besteht aus vier Erzählungen und dem Klappentext habe ich entnommen, dass diese vier Erzählungen vier Phasen der Annäherung zwischen den beiden einstmals geteilten und inzwischen wieder vereinten deutschen Staaten bedeuten. Es ist eine Prosa, es sind vier Geschichten, teilweise ist es die Bahnhofspenner-Prosa, der Leute, die um ein Bier schnorren. Dann ist es wiederum Kafkasche Suche nach Adressaten, nach höheren Instanzen in einer grauen Stadt. Dann ist es die Schilderung einer Lesereise eines ehemaligen DDR-Schriftstellers, der in die DDR zurückkommt. Also, ich glaube, es sind vier Geschichten, die man nur mit großer Gewalt auf dieses gesamtdeutsche Thema binden kann. Ich finde auch, dass das überhaupt nicht das entscheidende Thema ist. Die Geschichten sind glänzend erzählt. Vielleicht hat der Verfasser ein bisschen zu viel Kafka gelesen oder zu lange Kafka gelesen. Das ist ein Vorteil, der gleichzeitig ein Nachteil ist. Sie sind glänzend erzählt. Wovon erzählen Sie? Es sind eigentlich alle Geschichten, die am Rande spielen. Reisegeschichten, Geschichten in den Untergang, Geschichten am Rande des Wahnsinns. Das hat mich interessiert. Eine Geschichte ist auch mit einer Kriminalgeschichte noch verbunden, etwas zu lang. Das ist vielleicht die beste Geschichte überhaupt. Was die Qualität des Buches ausmacht, ist nicht so sehr der Plot oder sind nicht die einzelnen Geschichten, sondern ist die Sprache. Wenn er beschreibt, wie ein Bierglas umfällt und dann schäumt dieses Bier hoch an einem Eisbecher eines Kindes, was gegenüber sitzt, das ist hinreißend gemacht. Diese Kleinigkeiten sind hervorragend. Es ist ein bisschen ein Kafka ohne die spirituellen Dimensionen eines Kafka. Das fehlt. Ja, es ist sozusagen der Bitterfelder Weg Literatur geworden.
Es sind natürlich Geschichten aus der DDR, wo sie am traurigsten, am verkommensten, am geradezu apokalyptischesten ist. Und das wird mit einer großen Sinnlichkeit beschrieben. Ja, ich finde, dieser Hinweis, Frau Löffler, auf die große Sinnlichkeit war nötig und berechtigt. Es sind Skizzen, Situationsbilder, was dann Handlung ist, ist unerheblich, aber sie beweisen, dass der Mann schreiben kann, wirklich schreiben kann, hat er schon mit früheren Büchern bewiesen. Und die Geschichten wecken mein Interesse für den Roman dieses Mannes, der kommen wird. Denn er hat etwas getan, was die wenigsten deutschen Schriftsteller tun. Er hat sich gekümmert um die Welt von heute direkt, was sich jetzt in den letzten drei Jahren in der DDR abspielt. Wir können leider, Herr Karasek, nicht weiter diskutieren. Die Frist ist um, wie es im Fliegenden Holländer heißt. Und mögen diese Ansichten, die verschiedenen Ansichten nebeneinander existieren, wir können nur wie immer, heute erst recht sagen. Und also sehen wir betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen.